Wisst ihr, warum ich den Skisport so mag? Das ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Ich war gestern eingeladen, ein bisschen schießen zu gehen. Hat einen Hintergrund gehabt, wollte ein Zielfernrohr einstellen, das Vortex Viper. Dazu gibt es dann ein separates Video. Es war ein traditioneller DSB-Verein mit BDS-Untergruppen, die genauso wie alle anderen Vereine auch Hygieneregeln haben. Bladibladiblub, so das Übliche. Und ich hatte, das ist einer meiner Follower, der Tschech78, hatte gefragt, ob bei denen Gäste zugelassen sind wegen, wie gesagt, Einschießen vom Zielfernrohr. Schön ist halt, bevor wir dann dran waren, wir hatten von 16 bis 17 Uhr die Bahn geblockt für uns und wir hatten noch ein bisschen Zeit, so eine halbe Stunde, und dann hat er mir ein bisschen den Verein gezeigt und da waren auch ein paar Kurzwaffenschützen gewesen und dann habe ich so aus dem Augenwinkel etwas gesehen und das ist der Grund, warum ich unseren Sport so mag. Es gibt Schützenvereine, da kommt man rein und wenn du innerhalb von einer Minute, jetzt überspitzt gesagt, zwei Schuss abgibst, wirst du schon schief angeguckt. Es gibt Vereine, da packst du ein AR-15 aus, da wirst du schon fast rausgeschmissen. Dann gibt es aber Vereine, da gibt es Mitglieder, die packen dann etwas aus, wo man sich sagt, geil. Und dann liegt auf einmal eine Landmann Preetz. Ich habe diese Dinger, das ist ein Kleinkaliber Halbautomat mit einem relativ kurzen Lauf, also den gibt es mit unterschiedlichen Lauflängen, das ist ein Teil aus dem 60er Jahren, glaube ich, hat sich eine Pickerschiene oben drauf gemacht, Red Dot oben drauf gemacht. Geile Geschichte. Und ich bin nochmal hingegangen, Wahrung der 1,5 Meter, versteht sich, und habe mir das Teil mal ein bisschen angeschaut. Und dann ist mir so aufgefallen, aber das Ding sieht doch irgendwie total bekannt aus. Und dann liegt das Ding da mit einem Schaft, wo die Büchse dann aussieht wie eine Tommy Gun, nur ohne Trommelmagazin. Total geil. Eine Kleinkaliber Tommy Gun. Wie geil ist das denn? Und das ist das, was ich so geil an unserem Sport finde, an unserem Hobby. Es gibt Schützen, die denken genauso wie ich, wie du, wo man sich sagt, es gibt echt geile Dinge, die machen einfach nur Spaß. Die Landmann Preetz, die kriegst du ab, sag ich mal, roundabout 100 Euro aufwärts bei Egan. Es ist kein hochwertiges Teil, das ist letzten Endes hat eine Optik wie eine MP oder wie eine Uzi, hat einen Stummellauf, gibt es aber auch als richtige KK-halbautomatische Büchse mit einem langen Lauf, wird aber mit Überwurfmutter, kannst also den Lauf austauschen. Ja, das Ding sieht aus wie aus Prägeblech gemacht, ist es wahrscheinlich sogar. Aber geil, das Ding sieht einfach nur geil aus. Die Tommy Gun kann man ja auch wahlweise mit Trommelmagazin wie auch mit Stangenmagazin betreiben. Die Landmann Preetz läuft mit Stangenmagazin. Gibt es, ich glaube, mit 5 oder mit 10 Schuss Magazin. Ist total optisch gesehen, ich spreche jetzt echt nur von der Optik, ja, billig aufgebaut. Ja, sieht aus wie aus so einem Bettgestell, ja, wie man sich die Uzi halt vorstellt. Und am Ende, wir haben das Ding dann nochmal runtergewischt, desinfiziert und so weiter. Und ich durfte dann ein paar Schuss damit machen, habe meine Munition geschnappt und habe dann mal so 20, 25, 30 Schuss da rausgehauen. Und das zeige ich euch mal ganz kurz, weil das Ding, geil, bis auf eine Ladehemmung, was aber höchstwahrscheinlich auf die Patrone zurückzuführen ist und nicht auf die Büchse selber, ist das Ding absolut problemlos gelaufen in langsamer Kadenz, wie auch in Duplettenschießen, wie auch in einer relativ flotten Kadenz. Also total geil. Und nochmal besten Dank an den Schützenverein Sindling. Das hat echt, gestern war echt wieder, hat Spaß gemacht. Und das ist genau der Grund, warum ich unseren Sport so mag. Und hier ein bisschen Spaß mit der Landmann. Und wie gesagt, wer ein Halbautomat KK sucht und, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt eine hochpräzise Büchse sucht, sondern ein Gaudi-Gerät für dynamische Disziplinen, ist es vielleicht eine Option. Und die ist scheiße billig zu bekommen. In diesem Sinn, macht's gut. Das Ding ist gefährlich. Wieso? Macht süchtig. Ja. Kann ich mir vorstellen. Landmann. Geiles Ding.
Mmh.